Ja, herzlich willkommen heute zu unserer 16. Mahnwache in Braunschweig. Zur Friedensmahnwache hier auf dem Schlossplatz. Also wie gesagt, seit 4 Monaten stehen wir mittlerweile hier. Jeden Montag 18 Uhr. Also für alle die, die jetzt auch so am Rande sind und zuhören. Jeden Montag 18 Uhr stehen wir hier für den Frieden, für eine Veränderung des Systems zum Wohle aller Menschen. Und vielleicht noch mal ganz kurz vorab, heute der Fabian ist nicht da, der spricht heute auf der Mahnwache in Berlin. Angela ist gerade in Urlaub, also nicht, dass hinterher jemand fragt, wo denn die anderen halt alle sind. Haben sich heute ein bisschen aufgeteilt und sprechen aber für uns, für Braunschweig. Ja, ihr seht hier, hier werden Waren angekarrt. Also ab sofort gibt es hier, ab sofort haben wir hier auch jeden Montag eine Tausch- und eine Verschenkbörse. Das heißt, hier gibt es auch Lebensmittel, die man einfach so mitnehmen kann. Scheut euch auch nicht, schaut einfach hin. Wenn ihr vielleicht was habt, was ihr nicht braucht, bringt es mit montags. Ob es jetzt Lebensmittel ist, ob es Bekleidung ist, ob es irgendwelche Sachen sind, die ihr nicht braucht, dann bringt sie mit. Und andere, die das brauchen, die können es sich hier wegnehmen. Und das ist eben halt auch das, wofür wir hier stehen. Auch für eine neue Kultur des Miteinanders. Geben und auch empfangen. Geben und auch nehmen. Und macht davon reichlich Gebrauch. Wir haben auch auf unserer Internetseite www.mahnwache-braunschweig.de. Dort haben wir auch im Forum einen Bereich, wo man auch Sachen einstellen kann, wenn man etwas hat, was man nicht mehr braucht, wo man aber auch schauen kann, hat jemand vielleicht etwas oder nachfragen kann, hat jemand etwas, was ich gerade benötige, oder, aber nicht nur Dinge, Sachen, sondern eben halt auch Hilfe, ganz normale Dienstleistungen. Wir hatten es in der letzten Woche gehabt, dass jemand einen Keller unter Wasser hatte, sofort waren Leute da mit Bagger und so weiter, die geholfen haben, und das verstehen wir unter einer neuen Art von Kultur und einer neuen Art von Gesellschaft. Und wenn wir was Neues umsetzen wollen, wer soll damit anfangen, wenn nicht wir selbst? Ja, es hat sich mittlerweile eingebürgert. Wir stehen ja nicht nur alleine hier heute in Berlin, sondern es sind über 100 Städte in ganz Deutschland, die heute um 18 Uhr auf der Straße sind. Aber nicht nur in Deutschland, auch Österreich, Schweiz und Amerika, USA, Kanada ist mittlerweile mit dabei, und wir freuen uns eben halt auch mit diesen ganzen Mahnwachen zusammen mit sehr, sehr vielen Hunderten oder Tausenden Menschen halt hier auf der Straße zu sein. Kleine, große, junge, alte, und das ist halt total klasse. Ach ja, der wollte zu mir. Mittlerweile ist es auch Usus, dass die Mahnwachen sich untereinander einen Gruß schicken. Und diese Woche kommt der Gruß aus Halle-Saale, den möchte ich euch gerne einmal vorlesen. Liebe Freundinnen und Gefährten, liebe Mitstreiter und Aktivisten, liebe Menschen. Wir sind die Verkörperung von Mut, Leidenschaft, Mitgefühl, Toleranz und Güte. Ihr seid hier, weil ihr nicht mehr zuschauen wollt oder könnt, weil ihr etwas fühlt, das euch empört, bewegt oder nicht mehr ruhig schlafen lässt. Ihr beweist, dass sich nicht jeder Mensch von Egoismus und Habgier leiten lässt. Ihr seid die Hoffnung, der Lichtstrahl, der zwischen den Wolken hervorbricht. Die Wärme, die den Boden unserer Gesellschaft wieder zum Erblühen bringen kann. Ich weiß, wie schwer es ist, gegen die eigene Angst, die Bequemlichkeit und die Vorurteile hierher zu kommen, gegen das Lampenfieber und die Aufregung, die Stimme zu erheben, die zweifelnden Blicke zu ertragen und trotzdem weiterzusprechen, in erwartungsvolle Augen zu schauen und selbst unsicher zu sein, Fragenden zuhören, nicht immer eine Antwort liefern zu können.
Ihr seid nicht weniger ängstlich als jeder andere da draußen. Nein, ihr habt vermutlich viel mehr Angst als die Untätigen. Angst, die aus der Erkenntnis erwächst, aus dem Verständnis von Geopolitik, Lobbyismus, Korruption und der Gefahr des Krieges. Diese Angst kann manchmal sehr schwer zu ertragen sein. Aber, und das macht euch stark und bewundernswert, ihr habt auch Mut, Kraft und Leidenschaft so viel, dass ihr trotz dieser Sorgen, trotz der Belastungen nicht wegschaut. Euer Mut ist so stark, dass ihr in der Lage seid, diese Angst zu überwinden und aktiv zu werden. Ihr habt euch entschieden, diese schrecklichen Tatsachen nicht mehr auszublenden, sondern euch dem zu stellen, dem zu begegnen, dem ins Gesicht zu sehen und nicht wie in einem Albtraum weg davon zu rennen. Wir mögen nicht wenige sein, aber wir sind nur die Vorhut, die Spitze, der kleine Keimling, der gerade durch den Boden bricht, der Kopf einer riesigen Menge von Menschen, die für etwas Großes stehen, etwas Gewaltiges, für nicht weniger als den Frieden in der ganzen Welt, für nicht weniger als Freiheit, ehrliche Medien, Gerechtigkeit und ehrliche Demokratie. Um diese Ziele zu erreichen, müssen wir unsere Kräfte konzentrieren, die Kernthemen wieder und wieder ansprechen und nicht nur in unseren Kreisen bleiben, sondern nach außen wirken. Wir müssen Frieden, Demokratie und Regionalität nicht nur predigen, sondern auch leben. Wir müssen als Beispiel vorangehen, Freunde einladen und teilhaben lassen an einem alternativen, gesunden, dezentralen Lebensstil. Wir müssen ihnen zeigen, dass es sich lohnt, dass es uns allen hilft, wenn wir wieder Verantwortung übernehmen, wenn wir Dinge hinterfragen und nicht nur egoistisch, sondern auch altruistisch handeln. Wir müssen Dinge, die uns missfallen, überflüssig machen. In unserem jeweiligen Umkreis können wir das meiste erreichen und am nachhaltigsten Einfluss üben. Liebe Freunde, egal welche Themen jeder von uns als Hauptthema ausgesucht hat, lasst uns diese Themen friedlich, mit Toleranz und als Vorbild den anderen vorleben. Denn diejenigen, die glauben, eines Tages die Welt verändern zu können, die werden es wohl eines Tages auch tun. Jeder Einzelne und damit wir alle können die Änderung sein, die wir uns in dieser Welt wünschen. Halle wünscht euch viele erfolgreiche Friedensveranstaltungen. Klärt bitte nicht nur eure Besucher auf, sondern auch Passanten, wie Kriege heutzutage geführt, ausgelöst und was die Gründe dafür sind. Und kommt bitte am Samstag, den 23. August ab 14 Uhr zu unserer überregionalen Friedensdemo. Einzelheiten erfahrt ihr auf unserer Internetseite friedensbewegung-halle.de. Liebe Grüße aus Saalefeld. Wir sind in Gedanken bei euch. Ja, das Schöne ist zu sehen, das war letzte Woche so, das war vorletzte Woche so, ist heute wieder so, dass diese Grüße schon sehr vieles einfach wiedergeben, was wir sowieso auch machen. Wie hier drin steht, die Regionalität, das Miteinander. Wir haben hier aufgebaut Dinge, die zu verschenken sind. Wir haben hier die Möglichkeit, Sachen auszuleihen, Videos auszuleihen, damit ihr euch informieren könnt. Auch dieses Ausleihen ist kostenfrei. Einfach hier eintragen in der Liste, damit wir wissen, wer gerade die DVDs hat.
und ihr könnt die dann mitnehmen, nächste Woche Montag wieder mitbringen. Das Ganze geschieht einfach auf Vertrauen und Gegenvertrauen und das ist eine ganz schöne Sache.